Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir sollen jetzt mit der Yuna zum Burgfried gehen. Das machen wir doch jetzt mal. Schauen wir, Seite geht. Letzte Folge war richtig, richtig nice. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Und haben unseren Onkel befreit. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Vielleicht bleibt's ja. Mal schauen. Ah, jetzt haben wir hier natürlich auch unsere Händler. Sehr schön. Erstmal das Zeug hier ein bisschen mit. Vorredi. Ich denke mal, da hinten wird es noch mehr geben. Viel Glück mit deinem Onkel. Sprich mit Fürst Shimura. In der Burg. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ist nicht ehrenhaft. Ohne Ehre. Mhm. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna? Das wird schwierig. Sie rettete mich und half euch zu retten. Samurai darf man ja nicht keine Attentatsmorde und so begehen. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Das wird schwierig. Wir halten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Ich muss nach den anderen sehen. Sprich mit deinen Verbündeten. Wird selbst die Sonne überstrahlen. Können wir eigentlich mal aufwerten, das Schwert? Ausbalanciert, scharf und tödlich. Okay. Wir sehen uns wieder. Möge euer Stahl scharf. Jin. Ja, ich finde die Kosten schon heftig, aber ich sag mal so, wir sind immer noch im ersten Gebiet. Von dem her werden wir noch sehr, sehr viel finden. Sakai, ihr habt ja schon gut gekämpft. Nehmen wir alles so ein bisschen mit. Jetzt muss ich mal schauen mit dem Fallensteller, was man jetzt da machen kann. Ich hoffe, ich habe, was ihr sucht. Fallensteller, Fernkampf. Schnellfeuerwaffen, Fernkampfwaffen. Achso, Verbesserung Pfeil. Kapazität 16, das machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, das hilft. Na, die machen wir nicht.
Schnellfeuerwaffen, Kunai. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Okay. Rauchbombe, Haftbombe. Leder. Ich weiß eben nicht. Verkaufen. Okay. Nee, wir verkaufen jetzt erstmal gar nichts. Sprechen wir mit der Fürstin Masako. Masako? Gibt es Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Meine Jagd geht weiter. Ich habe verschiedene Spuren bis Toyotama verfolgt. Ihr müsst sie nicht allein finden. Kann ich auf euer Schwert zählen, wenn die Zeit gekommen ist, Fürst Shimuras Burg zurückzuerobern? Das könnt ihr. Wir vernichten unsere Feinde gemeinsam. Okay. Wir sehen uns in Toyotama. Oh, ist klar. Dann schauen wir mal, ob wir noch Verbündeten hier finden irgendwo. Wir sollten unser Pferd bereit machen. Was sagte dein Onkel? Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Ne, ich will keinen Bock. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Steig auf dem Pferdchen. Wir reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Reite mit Fürst Shimura. Die Brücke ist kaputt. Doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Ich sah, was die Mongolen unserem Volk antun. Ihr müsst Schreckliches durchgemacht haben. Aufgeblasener Mongolenkriegsherr kann mich nicht brechen. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Sie ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryoso war auch einst euer Freund. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Ja, will ich ja gern. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Das wäre natürlich nice. Wenn man eine richtig geile Rüstung. Ja, schauen wir mal, vielleicht in den nächsten Folgen oder so, vielleicht gibt es ja da schon was Schönes, Schnuckliges. Warte mal, Onkel, hier ist noch was. Müssen wir mitnehmen. Bambus! Ah. Riecht ihr das auch? Blume. Verbranntes Holz. Und Menschen. Die Grafik ist schon echt nice. Also was hier aus der PS4 noch rauskommt, heftig. Auch Gehöfte geplündert, aber nie so.
Das ist die Rache des Kahns für meine Frau. Es nervt mich, dass YouTube das nicht richtig rüberbringt. Ohne sie überleben wir den Winter. Ich habe immer noch diesen blöden Scheiß-Kodex, den AVC oder wie der heißt. Und nicht den VPN oder VP9 oder wie der heißt. Was haben sie getan? Eine Mongolenpatrouille! Meld sie nieder! Die Steinkampfhaltung. Wind. Wasser. Stein. Für das Kahn. Wo ist mein Pferd? Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Komm her, ihr Mensch. Machst du den? Achso, das ist mein Pferd. Okay. Ich hab's, sag schon nichts mehr. Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Kahn, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Oh, wie ich das hasse, diese Scheiße. Okay. Hugo! Sag
Sie verdient Schlimmeres. Okay. Sie wollen uns einkesseln. Gehen wir einfach mal hinterher. Yuna! Was tut sie denn hier? Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Mädchen nieder! Tötet sie alle! Scheiß, Bogenschützen gehen mir auf den Sack. Keine Spur weiterer Mongolen. Okay, geile Sache. Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm. Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Okay. Reise zum Leuchtturm. Ja, wo ist der? Der da oben. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wart eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohl möglich zuerst euren Horizont erweitern. Komm, geh doch mal weg hier, Mädchen. Brauch die Vorrede. Immer alle schon. Die rennen mir auch vor die Füße rum. Lass mich raten, da kommen jetzt bestimmt wieder noch ein paar raus. Wir haben beim Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger, sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Oho. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn, helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Okay, Alt-Yarikawa. Up. Nein, das haben sie echt ein Glück gemacht. Hier ab und zu funktioniert es nicht gescheit, dass man gleich auf die Leiter kommt. Wir sollten unsere Botschaft schicken. Ihr brennt. Okay. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Als ehrenhafte Samurai. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Sehr gerne. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa.
Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Okay, wir schauen jetzt erstmal, ob wir die Rüstung vielleicht irgendwie kriegen. Ich darf euch nicht verlieren. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Okay, was uns der Kriegsmönch aber zu sagen hat, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielleicht können wir auch dann in der nächsten Folge auch schon unsere Rüstung holen. Also die Rüstung des Vaters von uns. Mal schauen. Gut, Leute. Hat mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Und ansonsten hört man sich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.